Guck mal hier, ich laufe in die falsche Richtung. Ne? Das ist übrigens kein Mikrofon, sondern ich wölke. Wissen Sie, was wölken bedeutet in Westfalen? Die Römer bis ganz hinten, könnt ihr mich hören? Ja, das ist sehr schön. Die Leute, ist ja in der Kirche auch so, die Leute, die ganz hinten sitzen, nicht? Die denken, ihnen könnte keiner was tun. Nicht? Und deshalb gehe ich jetzt mal nach ganz hinten und gucken, wer da ist. Kommen wir aber gleich zurück. Ja. Also, außerdem muss man immer gucken, ob vielleicht einer nicht von Aldi oder Lidl hier ist. Nicht? Denn wenn ihr irgendeinen seht, den ihr noch nicht kennt, nicht, seid vorsichtig. Ich glaube, der Typ mit der Säge da hinten war einer von denen. Saboteure, man muss jederzeit damit rechnen. Na, guck mal, wir sind auch da, nicht, dass von hinten noch einer dazukommt. So, wir können, es geht los. So, ich bespiele da den ganzen Platz jetzt, wie bei der EM, nicht? Sicherheitsabstand ist gegeben, es kann jetzt losgehen. Frisch eingestreut, sehr schön. So, wunderbar. So, jetzt könnt ihr mich hören, nicht? Jetzt geht es mit den Ohren und allem. Ja, liebe Armelungsende, sagt man, ich bin gebeten worden, das zu gendern, nicht? Was ich heute alles sage. Liebe arme Lunxende, Ureinwohnende, Zugezogene. Nein, bei uns gibt es ja so eine Veranstaltung einmal im Jahr, die heißt sich zuziehen mit den Zugezogenen. Schützenfest, nicht? Aber die ist dieses Jahr auch ausgefallen. Das heißt, viele Leute haben keinen kennengelernt dieses Jahr. Zugezogene der ersten und zweiten Generation. Aber in der dritten klappt es, glaubt es mir. Es klappt, das ist so. Katholiken, Protestanten und Protestierende hier im interkonfessionellen Nordirland des Kreises Höxter. Ist ja ein bisschen so, nicht? Die haben sich hier immer gut vertragen, nicht? Die Protestanten, ja nicht immer, aber meistens, nicht? Eingekesselt von Werden, dem Bundesmülldorf, heißt so, zwischen Dichtern und Renkern und Blankenauern. Mit all denen müsst ihr heute euch nicht vergleichen. Ihr müsst euch nicht mit denen vergleichen, weil das habt ihr nicht nötig. Ihr habt schließlich zwei Kirchtürme. Nicht? So, nicht? Und das ist schon mal was Besonderes. Liebe Konsumenten und Kunden des leider bald schon fast ehemaligen Dorfladens. Guck mal, jetzt kommt das mit diesem Mikrofon. Nicht? Da müssen wir mal ein Viagra reinmachen. Der geht. So, guck mal, gibt es das bei euch im Laden auch? Nee, ne? So was habt ihr nicht, ne? Bei euch alles? Meine Güte. Ja, liebe Konsumenten und Kunden des leider bald schon fast ehemaligen, nicht, Dorfladens, aber deshalb sind wir ja heute hier, dass das nicht so weit kommt. Man könnte die Gruppe der hier Versammelten auch als die Wolfgang bezeichnen, nicht? Also die Leute. Ja, nicht, das ist ja, mit Anglizismen kann man immer gut was machen, nicht? Jahrelang hing man hier nicht zu, sondern nachreben, nicht so, das heißt ja hier so, nachreben hin, nicht, ja. Warten, wir gehen nachreben hin, mancher ist auch nachreben gegangen, wenn Reben schon zu hatten, auch das, nicht, auch das war möglich unter Umständen, und noch andere waren schon zu, wenn sie noch nachreben gegangen sind, auch das, nicht, also man muss ja mit der Sprache ein bisschen aufpassen im nördlichen Südostwestfalen und auch im Ostwestfalen. Zum Glück sind wir heute nicht auf einer Gedenkfeier. Nicht? Es ist keine Gedenkfeier. Nein, wir werfen auch keine Kränze und sowas. Nichts, gar nichts. Sondern auf einer Zukunftsfeier. Müssen aber trotzdem und zwangsläufig zurückblicken. Nicht? Anders geht es nicht. Es geht nicht. Und jetzt kommt die Sonne. Ist das nicht schön? Oh, wunderbar. Nee, Mensch, das ist doch, nicht? Guck mal, das ist der Gott der Protestanten und der Katholiken, der uns hier diese Sonne schickt. Nicht? Ja, nach vorne schauen. Gut, dass die Nete sich ruhig verhält heute. Nichts ist auch nicht selbstverständlich. Woanders sind die Dorfläden jetzt ganz weg. Nicht? Also unter Wasser. Guck mal da. Es passt alles. Nicht? 1951 wurde der Laden von Engelbert Kreve, das kann man so schön sprechen, nicht? Dieses Kreve, nicht? Gegründet. Im selben Jahr wurde der damals noch kleine Wolfgang Kreve, nicht? Hier ist er, nicht? Da ist er. Ist ein bisschen größer und ein bisschen älter geworden.
Nicht? Der ist ja damals schon da reingeboren, nicht? Da bist du mit Lutschern aufgewachsen, nicht? Das habe ich mir immer gewünscht, in so einem Dorfladen, morgens ein Lutschern, Eis, nicht? Oh, schön, nicht? Und die Zähne, na gut, nicht? Damals war man nicht so empfindlich, meine Damen und Herren, nicht? Und das war damals der Tag, als Engelbert zu seinen neuen geborenen Bengel fährt, nicht? Oder bist du zu Hause geboren? Ja, guck mal, da brauchst du da gar nicht hin, nicht? Ja. Männer durften damals nicht dabei sein bei Geburten, nicht? Oder sie waren zufällig sowieso da, nicht? Aber die Männer mochten damals ein kurz, ein lang, ein kurz, ein lang, ein kurz, ein lang. Unser Leitwort heute ist nicht regional denken und provinziell handeln, sondern regional denken und lokal und zukunftsfähig handeln, nicht? Wenn ich heute, wenn wir uns heute hier zusammentun, nicht? Auch wenn wir nicht so nah zusammen sitzen, nicht? Wie normalerweise. Oh, dann ist es, um die Infrastruktur von Amelungsen zu retten. Nicht? Und damit liegen sie voll im Trend. Nicht? Das ist nicht von gestern, da liegen sie voll im Trend. Ich lese gerade dieses Buch von Annalena Baerbock, nicht? Die ja beinahe Bundeskanzlerin geworden wäre, vor ein paar Wochen noch. Nicht? Ja, jetzt weiß man aber nicht, ob das Buch überhaupt von ihr selbst ist, nicht? Oder ob das von diesen... den Graf da abgeschrieben ist. Wenn Sie heute was machen wollen, immer nur, nicht, aber das steht in dem Buch drin, ich meine, es ist vielleicht geklaut, aber es ist wahr, nicht? Wenn Sie was machen wollen heute, nicht, regional, bio, nachhaltig und möglichst ohne CO2-Fußabdruck, nicht? Ich habe 46 Schuhgröße in den Gummistiefeln. Der ist sowieso schon groß, nicht? Dieser 46. Wir haben jetzt zusätzlich bei uns im Dorfe zur Seniorenunion die Gruppe Monday for Yesterday gegründet. Das ist für ältere Leute, nicht? Das ist für... Wir sitzen immer zusammen und sagen, ach, was war das früher schön bei uns, nicht? Oh, das ist ja alles nicht mehr da. Monday for Yesterday. Wir sitzen immer vor den Häusern und sprechen, ach, was war das schön. Unsere Hymne ist, woanders tut man nur Addirien, woanders nimmt alles nur zu. Wir im Dorf tun Subtrahirien, nur der Mond nimmt ab und zu. Wow, wow. Die Wirtin schenkt Eis aus Vanillen, den Kindern ohne einen zu. Den Säufer zapft sie nach Delirien und nächste Woche macht sie zu. Wow, 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 wow. Der Pflegedienst macht keine Ferien, die Tante kommt nicht in die Schuh. Mit Corsa um die Koniferien, der Pflegedienst verdient dazu. Au, 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 au. Im Kreise Höxter, nicht? Im Kreise Höxter gibt es inzwischen Dörfer, nicht? Da werfen die auf Beerdigungen einen Kranz und wer den fängt. Sie dürfen bei der Entfernung, wenn da hinten einer klatschen sollte, würde ich es gerne auch hören. Nicht? Das ist das Problem, wenn das Publikum auf einem anderen Kontinent sitzt. Nicht? Die Leute von der Sporthalle da hinten hören nicht dazu. Nicht? Ich sehe da am Horizont sind noch welche. Nein, liebe Aktive, wir sind immer noch bei der Begrüßung. Ich begrüße an dieser Stelle auch Greven Ingrid. Nicht? Auch das ist ja, die hat ja eben hier schon einen Stand fast hingelegt. Ist aber alles gut gegangen. Nicht? Es ist nicht, also ich sag ja, die Leute, die Saboteure können überall sein. Nicht? Ist heute, soweit zum Thema Datenschutz, ist 66 Jahre alt. Nicht? Ja, gut, Datenschutz. Nicht? Ingrid und Wolfgang sind seit 46 Jahren verheiratet. Das alleine ist schon ein Applaus wert heutzutage. Ja, ist ja so. Nicht? Das ist ja nicht, es ist ja nicht, nein. Ingrid, man könnte sie bei den vielen Käsescheiben, die sie schon geschnitten hat und Wurst, nicht, auch als Lebensaufschnittsgefährtin bezeichnen. Ist ja so. Seit 47 Jahren mit dem Laden verbändelt und verbunden. Nicht, also man muss ja jetzt auch, wenn man jetzt solche Alters ankam, eben kamen schon die Leute, nicht, ja, darf ich sie filmen? Nicht? Das ist ja alles nicht mal, man muss heutzutage Datenschutz, nicht? Mein Hausarzt, nicht, der sagt jetzt immer schon, nicht, der nennt ja meinen Namen nicht mehr, wenn der ruft. Der ruft jetzt immer, kann die Hämorrhoide aus dem Wepel noch mal kurz reinkommen? Nicht? Weil der Name nicht genannt werden darf. Nicht? Sie müssen aufpassen, Greves, ja, Wolfgang und Ingrid. Wir Älteren unter uns, nicht unter uns, ich meine, ich bin ja auch schon älter, nicht? Wir haben diese ganze Produktpalette doch kommen und gehen sehen, nicht?
aus Tritop, nicht? Tritop, kennt ihr noch Tritop, nicht? Das war, da konnte man aus so einem kleinen Schnapsgläschen einen 10 Liter Eimer besten Orangensaft machen früher, nicht? Und das ganz ohne Natur, nicht? Ganz ohne Wassereis mit Waldmeister und ohne jede Natur, nicht? Damals gab's das alles noch. Die guten Sachen Zoomkist, nicht? In diesen Dreiern, nicht? Och, die kenne ich auch noch. Was haben wir als Messe auf der Messdienerfahrt? Haben wir gekotzt anschließend, ja? War doch schön, immer schön anschreiben lassen, nicht? Die Eltern haben Monatsende bezahlt, war super, nicht? Bluna trinken, so viel wir wollten. Damals, nicht, war eine Single, nicht, dass viele wissen, dass ein Single war noch eine Schallplatte und keine Lebensform, nicht? Das war ein Single, nicht? Wissen Sie ja, mit Vor- und Rückseite. Telefonieren kostete 2 Groschen, nicht? Und Halloween war noch Allerheiligen für die Katholiken, ja. Ryder war noch nicht Twix, nicht? Das wissen nur die Insider. Etliche Geschichten, oh, beinahe wäre es mir auch passiert hier, nicht? Gleich fällt das Pult auch noch. Etliche Geschichten und Legenden ranken sich allein um diesen Laden, nicht? Hast du auch immer so ein Schild, wo Bin Laden drauf stand? Hattest du keine Angst, nicht? Muss aufpassen, nicht? Also kann man ruckzuck diesen Leuten von Aldi und Lidl in die Hände fallen, ja? Stichwort Hamsterkauf. Viele denken Hamsterkauf, nicht? Hamsterkauf war letztes Jahr. Haben die Leute bei euch auch so viel Klopapier gekauft? Das war eine beschissene Zeit. Ganz schlimm. Nee, wir haben jetzt noch die Europaletten im Keller stehen, nicht? Ist kein Durchkommen, nicht? 5 Kilo Dosen, nicht? Serbische Bohnensuppe und sowas alles, nicht? Ja klar, Serbien, da können überall Minen sein, ja? Stichwort Hamster, dann denkt jeder sofort an das Scheißhauspapier, nicht? Nein, in Wirklichkeit ist das eine Geschichte aus dem Dorfladen, nicht? Der hatte früher einen Karton mit einem Hamster und der Hamster hat sich durch den Karton gefressen und hat den Rest seines Lebens in der Hühnerfutterbox verbracht, nicht? Warum nicht, wenn man sich verbessern kann, nicht? Das ist nicht, oder hier das Stichwort Polizeiruf 110, das ist in Amelungsen gewesen, nicht? Polizeiruf 110. Wolfgang und Engelbert haben auch mal die Ladentür nachts aufstehen lassen, nicht? Warum nicht? Nicht, wenn man mal lüftet, denkt man, und am nächsten Tag denkt man, was war eigentlich mit der Ladentür, nicht? Ladentür über Nacht in einem Dorfladen offen stehen lassen. Nachts um 4:30 haben dann 2 Polizisten mit Flinte vor dem Betten gestanden. Nicht? Das kann bei Aldi nicht passieren. Da gibt es eine Alarmanlage. Nicht, das war nicht die höchste Stadtmarketing, die würden sagen, lange Einkaufsnacht. Stichwort eingefrorene Kälder. Nicht? Das sagt man, ja, gibt es im Iran eingefrorene Kälder. Nicht? Gibt es auch eine Geschichte zu, nicht? Ein älterer Herr hat behauptet, er hätte sein Portemonnaie im Laden vergessen. Und nach 14 Tagen, der war schon ein bisschen dement, nicht? Hat die Frau in der Tiefkühltruhe zu Hause das Portemonnaie von ihm wiedergefunden, nicht? Und hat gedacht, das wäre bei Krebens gemopst worden, nicht? Nicht? Lag gleich neben dem Fischstäbchen. Ja, gut. Stichwort Sex and Crime, nicht? Das ist alles passiert, das sind alles Geschichten, die passiert sind, nicht? Ältere Damen wollten eigentlich nur eine Fernsehzeitung kaufen, nicht? Und haben dann anschließend die Erotikblätter zurückgebracht. Nicht? Das sind Sachen, die passieren. Der Pastor hat von der Kanzel den Diebstahl von Kondomen, nicht, bei Gräben aufs Schärfste verurteilt. Nicht? Dabei weiß jeder, dass Katholiken überhaupt keine Kondome benutzen dürfen. Nicht? Ja, ist ja so. Nicht? Und vor 5 Jahren wurde dann nachts wirklich eingebrochen. Nicht? Endlich mal. Nicht? Bei uns. Nie was los und mit Male stehen echt nicht. Und es wurden Kippen geklemmt, nicht? Und nur die Reihe Billig-Zigarillos, nicht? Haben sie, es war quasi viel Rauch um nichts, nicht? Haben sie dagelassen. Stichwort, einer fehlt noch, nicht? Ingrid hat auf der Suche nach Schneckenkorn lange im Dornkart-Rekard gesucht. Schneckenkorn, was könnte das sein, nicht? Dornkart, nicht? Doppelkorn, das ist doppelt gefährlich, nicht? Kriegst du die Schwindsucht von? Irgendwo bei Jägermeister hat sie es nicht gefunden, nicht? Deshalb ist es ja heute Jugendschutz, nicht? Schneckenkorn dürfen die Kinder nicht, nicht? Ja. Nein, nicht? Und dann sind auch so unfreiwillige Geschichten, die man nie vergisst. Es gab ein kleines Kind, nicht? Das sagte, habt ihr kastrierte Rechenhefte? Meinte natürlich karierte. Nicht? Das Kind war später in der Schule sehr impotent, nicht? Ja. Ja, sogar moderne Sachen sind in der letzten Zeit passiert. Man, die Moderne macht vor so einem Dorfladen auch keinen Halt. Nicht? Sogar ein Unfall mit einem E-Roller, denkt man immer, passiert nur in Köln, fallen mal in Rhein die Dinger, nicht?
Nein, in Amelungen E-Roller mit dem Mobil in den Blumenwagen reingedonnert. Nicht? Das sind moderne Unfälle, nicht hier in Amelungen. Damals wurde hier noch schonungslos und unschuldigerweise nicht, Mohrenköpfe verkauft. Unvorstellbar aus heutiger Sicht. Nicht? Und Schnitzel mit Zigeunersoße, überkossen. Nicht? Nicht? Obwohl das hier schon kein Kolonialladen mehr war. Nicht? Aber die Zeiten ändern sich, liebe Leute. Die Wörter verändern sich nicht. Es wurde auch schon nach Veggie-Burgern verlangt. Nicht? Also irgendwann kommt auch Tofu zu uns. Nicht? Als Landsatiriker bin ich heute extra von Nörde, Homwepel, Anbochendrei vorbei über Borchholz, Bahnhof, Titelsen, Rote Dränke, durch bis in ihr wunderschönes Dorf von hinten unter den Tunnel da reingefahren. Nicht? Ist eine sehr schöne Strecke, nicht? Ich nenne es immer ergriffen sein vom Nix. Nicht? Da ist ja diese schöne kleine Betonbushaltestelle, nicht? Da sind schon Leute, haben da gesessen über Wochen und nichts ist passiert, nicht? Nicht? Ich bin mit dem Trecker gekommen, nicht? Aus Sicherheitsgründen. Bei uns in der Bushaltestelle haben Jugendliche einen riesen Phallus reingemalt und darunter haben sie geschrieben: Die Jugend träumt vom Nahverkehr, nur Busse fahren hier nicht mehr. So sieht's aus. Nee. Auch der Heimatdichter Friedrich Wilhelm Weber hat sich schon zu dieser Dorfladenschließung hier geäußert. Elmar Herr vom Habichtshofe sprach zu seiner Zimmerzofe: Freunde, macht doch mehr Verkehr, sonst lebt hier bald doch keiner mehr. Worum die Kirche nur noch Omas wohnen, ist Minuswachstum, Rezession. Zurück zu unserem Dorfladen und zu unserer Dorfgeschichte. Und zwar ganz weit zurück. Im Jahre 811 wurde der Ort erstmalig als Amelung, nicht, in einer Urkunde des von Karl dem Großen erwähnt. Es war Stammsitz der Ritter von Amelungen, die hier bis zum Ende des 17. Jahrhunderts saßen. Dränke heißt nur Dränke, weil die klappernden Pferde von Karl dem Großen da gesoffen haben. Dränke. Deshalb. Das ist der einzige Grund, warum das so heißt, nicht? Wegen dem Gaul von Karl dem Großen. Nicht? Damals hieß jeder, war jeder dritter Ritter, sag ich immer. Nicht? Heute wird kaum noch jemand Ritter. Heute wollen die Kinder Virologen werden. Nicht? Oder so, nicht? So wie Drosten oder so. Nicht? Nein, bei uns gibt schon das Gerücht jetzt, nicht, dass im Borchenreich in der Grotte fromme Katholiken, da soll nachts Lauterbach erschienen sein. So weit ist es schon. Nicht? Man denkt, das ist nicht mehr der liebe Lauterbach, sagt, was zu tun ist. Nicht? Wie weit wir auseinander sind. Nicht? Ja, schon unwesentlich nach der Gründung von Amelungen im Jahre 811 und kurz danach, da sind schon Ingrid und Wolfgang gekommen. Nicht? Kurz, gefühlt, nicht? Gefühlt, so lange ist das schon her. Deshalb sagt man hier heute noch: Wo ist denn das weg? Von Greve, also auch adelig. Nicht? Auch adelig. Altersadel. Mit anderen Worten, der Laden ist Weltkulturerbe und verglichen mit Corvey läuft da was. Nicht? Annalena würde sagen, hier entsteht eine regionale Wertschöpfungskette. Nein, nicht. Bei uns, wir haben das ja zu Hause auch, diese regionale Wertschöpfungskette. Meine Frau sowie beide Schwiegereltern und deren Eltern haben immer regional über die Mystik geheiratet. Wir haben kaum ökologische Fußabdrücke. Wir sind nie woanders gewesen. Bei uns sind alle miteinander verwandt. Corona-mäßig kann da überhaupt nichts passieren, weil das alles ein Haushalt ist. Alles. Nicht? Und dieses Social Distancing, nicht? Das haben auch wir erfunden. Nicht? Wir haben nie mit den Leuten im Nachbardorf gesprochen. Nie. Nicht? Wir haben immer im Dauer-Homeoffice gesessen, Kuhstall. Unsere Dorfkneipen, Dorfläden sind seit 10 Jahren zu, nicht so wie hier. Nicht? Das war immer schon Sicherheitsabstand, immer schon, seit 10 Jahren. Im Dauer-Lockdown kann nichts passieren. Wir desinfizieren viel, Wacholder, aber kein Schneckenkorn. Amtliche Seen sind wir, nicht? Würde Stickel, nicht? Das ist ja auch von uns auch über Dränke gekommen durch den Tunnel und bis nach Höxter, ist jetzt Landrat. Nicht? Amtlich gesehen sind wir ein Standort und ihr hier auch ein Standort mit Stabilisierungsbedarf. Das hört sich sehr, sehr schön an. Kann man auch reimen, kann man ein Heimatgedicht draus machen. Siehst du die alte Wand dort? Ihr Zustand liegt am Standort. Auf der Weide grast ein Schaf, das kommt vom Standort Stabilisierungsbedarf.
Es gleist das Licht wohl in der Flur, ach, denn diese Flur, die ist strukturschwach. Lyrisches Fazit, hier ballt sich nichts, hier schallt es kaum, wir sind halt hier kein Ballungsraum. Und deshalb braucht man einen Dorfladen. Um die Vision zu formulieren, müssen wir für den Ausblick in den Rückblick 1898, nicht? Ich habe nochmal nachgeguckt, 1898 und 1800 wurde hier innovativ ein mit Nähtewasser betriebenes Elektrizitätswerk gebaut. Nicht? Das ist schon lange her, verdammte Scheiße. Das zweite seiner Art in Deutschland, in Amelungsen. Amelungsen stand bereits ab 1900 voll unter Strom. Nicht? Annalena würde sagen, Ökostrom. Nicht? 20 Jahre vor dem übrigen Kreisgebiet. 20 Jahre. Nicht? Und deshalb muss man sagen, wie bei Ricola Schweizer Kräuterbonbons, wer hat es erfunden? Die Amelungser. Leute, das war 1899. Es ist Zeit für den nächsten nachhaltigen Knaller. In 20 Jahren werdet ihr sagen, hör mal, weißt du noch damals die Geschichte mit den Dorfladen? Da konnten sie nichts von sagen. Nicht? Das ist ein Lob in Ostwestfalen. Das ist nicht... Und was ihr auch sagen werdet, nicht, für das Geld konnte man es nicht selber machen. Dankeschön.